Hallo und herzlich willkommen hier mal wieder beim Alex E. Im letzten Film war ich mit euch in Domodossola gewesen und habe euch im nächsten Film danach mit in den Zug genommen auf dem Weg von Domodossola über Breglia und Varzo nach Isel di Trasquera. Nun sind wir hier angekommen in Isel di Trasquera, kurz vor dem Simplon-Tunnel und schauen uns mal an, was es hier in diesem Bahnhof alles so zu sehen gibt. Ja, hallo, Servus. Sehr, sehr schön. Der Bahnhof liegt an der Simplon-Linie und die Strecke von Domodossola nach Isel di Trasquera hat auf 19 Kilometern Streckenlänge bereits eine Höhe von 270 Metern über Meer auf knapp 630 Metern über Meer zurückgelegt. Dazu hat sie mehrere Tunnels und Galerien sowie einen Schraubtunnel bei Varzo durchquert, um diese Höhe zu gewinnen. Obwohl der Bahnhof auf italienischem Staatsgebiet liegt, wird er von der SBB verwaltet und das örtliche Personal von der SBB gestellt. Der Bahnhof ist Grenzbahnhof und Autoverladestation für den BLS-Autoverlad zwischen Brig und Isel durch den Simplon-Tunnel hindurch. Er wurde 1905 eröffnet und hat 5 Bahnsteiggleise. Von 1906 bis 1930 war Isel Endpunkt des Drehstrombetriebs zwischen Brig und Isel. Bis 1929 wurden hier die Lokomotiven gewechselt, weil die Züge aus Richtung Schweiz elektrisch durch den Simplon-Tunnel fuhren, auf dem italienischen Abschnitt jedoch noch Dampftraktion herrschte. Der Wasserkran sowie auch der Wasserturm ist noch vorhanden. Bis in die 1970er Jahre war der unmittelbar Richtung Schweiz anschließende Simplon-Tunnel der längste Eisenbahntunnel der Welt. Der namensgebende Ort Isel ist oberhalb vom Bahnhof Isel di Trasquera und die Staatsgrenze Italien-Schweiz ist im Simplon-Tunnel. Bedingt durch seine Funktion als Grenzbahnhof ist am Autoverladterminal auch eine Grenzstation der italienischen Polizei. In einer Felswand unmittelbar neben dem Bahnhof ist ein Denkmal für die 67 Arbeiter, die beim Bau des Simplon-Tunnels bei Unfällen ums Leben kamen. Dort arbeiteten im Schnitt täglich 3000 Leute auf der Baustelle. Viele von ihnen starben später noch an Folgekrankheiten der Bauarbeiten. Am 24. Februar 1905 erfolgte der Durchschlag des Tunnels. Die Abweichung betrug 1905 nur 20 cm seitlich und in der Höhe 8,7 cm. Und das, obwohl der Tunnel 19.803 Meter lang ist. Obwohl der Bahnhof mit dem stattlichen Empfangsgebäude im Laufe der Zeit viel von seiner ursprünglichen Bedeutung eingebüßt hat, ist er immer noch ein vorzeigbarer und gepflegter Bahnhof, der sehr viel Charme ausstrahlt. Das Zugangebot im Bahnhof Isel di Trasquera recht übersichtlich ist, verbrachte ich an diesem 1. März 2023 die Zeit zwischen 14.15 Uhr, der Ankunft meines Zuges aus Domodossola, bis 16.15 Uhr, also ziemlich genau 2 Stunden, hier in diesem Bahnhof, bis der nächste Zug wieder in Richtung Brig weiterfuhr. Minimal beginnende Emsigkeit am Autoverladbahnsteig weist darauf hin, dass in Kürze ein Autoverladzug der BLS aus Brig hier eintreffen wird.
Während ich auf den BLS-Autoverladzug fixiert war, gab mir der Fahrdienstleiter des Bahnhofs mit Händen und Füßen zu verstehen, dass in Kürze einer der neuen BLS-Mika-Züge hier eintreffen wird. Mit Händen und Füßen deshalb, da ich nur Speisekarten Italienisch konnte und der Fahrdienstleiter kein Deutsch oder Englisch sprechen konnte. Dieser BLS-Mika-Triebzug ist übrigens derselbe BLS-Mika-Triebzug, den wir im vorigen Film aus Domodossola schon in Domodossola gesehen haben. Nachdem der Lokführer des BLS-Autoverladzugs die Lüfter abgestellt hatte, war erstmal wieder Ruhe im Tal. Der Autoverlad zwischen Brig und Isel di Trasquera besteht seit 1. Dezember 1959. Zwischen dem 3. Januar 1993 und dem 12. Dezember 2004 war der Betrieb eingestellt. Seitdem fahren die Züge alle 60 oder 90 Minuten ab. Die Züge fahren im Wendezugverkehr mit einem Steuerwagen an der Spitze Richtung Italien zeigend. Die 80 Tonnen schweren und 140 km/h schnellen Maschinen der BLS RE 425 oder 44 wurden in 35 Exemplaren zwischen 1964 und 1983 beschafft. Die Loks haben im Wechselstrombetrieb unter 15 kV 16,7 Hertz eine Dauerleistung von 4980 kW und eine Anfahrtzugkraft von 314 kN. Hergestellt wurden die Lokomotiven von der SLM in Winterthur und der BBC in Baden. Die hier zu sehende Lok Nummer 183 fuhr am 2. Februar 1978 mit dem Schnellzug 385 von Brig nach Bern in eine Lawine, die im Tal des Jolibachs abgegangen war und die Ausfahrt des Blasbodentunnels weitgehend verschüttet hatte. Die Lok entgleiste und stürzte von der Brücke ins Tal.
Nachdem jetzt der grenzüberschreitende Schienenpersonenfernverkehr durch ist mit den Eurocity-Zügen zwischen der Region Genfersee und Mailand, kann nun auch der BLS-Autoverladzug wieder in die Schweiz zurückfahren. Interessant an diesen Lokomotiven ist der asymmetrische Aufbau mit einem Stromabnehmer auf der einen Seite des Lokdachs, dem großen Lüfter an der Seite unterhalb des Stromabnehmers und auf dem Rest vom Dach den großen Bremswiderständen. Da es in diesem Autoverladzug keine durchgehende Energieversorgung von der Lokomotive zum Steuerwagen gibt, ist dieser Steuerwagen mit einem eigenen Stromabnehmer und dementsprechend auch einem eigenen Trafo ausgerüstet, um im Steuerwagen Heizung, Licht, Energie für die Zugsicherung, den Gleitschutz und sonstige Komfortbetriebe für den Lokführer zur Verfügung zu stellen. Und endlich kam dann auch mal der grenzüberschreitende Güterzugverkehr zum Tragen. In Domodossola, wo ich ja zuvor gewesen bin, hatte ich diesen schmerzlich vermisst. Geführt wurde dieser Güterzug von zwei Lokomotiven, an der Spitze die 465002 der BLS und als zweite Maschine eine Vectron der BLS. Zur Freude des Fahrinsiders auf dem Bahnhof kehrte dann die Probefahrt, Testfahrt mit dem Mika-Triebzug wieder zurück.
Am zweiten Tag meiner 27,5-stündigen Reise zum Simplon und zum Lötschberg konnte ich dann selbst mit so einem Mika-Triebzug fahren. Ich nutzte ihn für die Fahrt von Brig nach Spiez und es sind sehr komfortable und angenehm mitzureisende Fahrzeuge. Die Zugsicherung hier auf der Strecke erfolgt über Europalisen. Diese sind in Höhe der Signalbrücke unterhalb in den Gleisen auf den Schwellen recht gut zu erkennen. So, Hand aufs Herz. Wer hat auch zuerst gedacht, dass diese RE-474 nur eine weitere Trax wäre? Dabei ist es eine ES-64F4, das was in Deutschland als Baureihe 189 rumfährt. Mit der Abfahrt dieses Nina-Triebzuges in Richtung Domodossola nähern sich meine 2 Stunden Zeit hier in Isel di Trasquera dem Ende entgegen. Die Nina fährt nach Domodossola runter, wendet dort innerhalb von wenigen Minuten und kommt anschließend wieder zurück, um mich einzusammeln und nach Brig zu bringen. Doch bevor es soweit ist, schauen wir uns noch mal ein bisschen Güterverkehr an. Im SBB-Sprachgebrauch werden aus diesen beiden Maschinen an dem Zug eine Maschine, nämlich die führende RE66 und die geführte RE44, ergeben im Sprachgebrauch zusammen eine RE1010. Und die Gleise werden hier beidseitig genutzt. Dieser ETR 610 kam ganz kurz hinter dem Güterzug im linken Streckengleis und wird wohl eine fliegende Überholung durchführen.
diesem von zwei Draxlokomotiven geführten Zug in Richtung Italien waren meine 2 Stunden in Isel di Trasquera um. Ich wartete noch kurz auf die Nina, die mich dann weiter nach Brig bringt. Was ich dann in Brig noch alles erlebe und was ich am nächsten Tag an der Lötschberg-Bergstrecke noch alles sah bzw. sehen werde, das könnt ihr in den nächsten Filmen sehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Ciao und Servus.